Ja, hallo zusammen Leute, willkommen zu Teil 2 unserer Lautsprecher-Einheit. Ja, wie ihr hört, ich habe mir Verstärkung geholt. Sag hallo. Hallo. Wenn einer Ahnung hat, dann Thomas. Nein. Doch hast du. und zwar habe ich meiner Meinung nach absolut keinen Bass mehr. Was jetzt nicht schlecht ist, aber es ist halt nicht so, wie ich es mir erhofft habe, sagen wir mal so. Es war aber auch zu erwarten. Ich habe es nämlich auch in den Kommentaren noch gelesen, dass es halt ein bisschen... Es ist halt ein System, was halt nicht wirklich den Bass mit anspricht. Und deswegen... Ich hatte ja schon alles gelegt gehabt, Verstärker war auch alles drin und so weiter. Und der Subwoofer stand drüben. Muss man gleich mal ein bisschen sauber machen, das Ding hier. Und dann kann der auch wieder rein. Ja, wie gesagt, Thomas hat ein bisschen Plan, ich gar nicht. Und dann gucken wir mal, dass wir es hier ordentlich verlegen und vor allen Dingen auch eingebaut bekommen. Wahlweise steht noch zur Wahl, dass wir direkt einen 6-Kanal legen, also das Cinch-Kabel. Das weiß ich aber noch nicht. Und dann halt für zukunftsmäßig dann vielleicht einen 6-Kanal-Endstufe oder halt die 4-Kanal-Endstufe für die normalen Lautsprecher und einen extra Subwoofer für extra Verstärker, also Endstufe für den Subwoofer. Aber da muss ich mal gucken, ich weiß nicht, wie weit das funktioniert und vor allen Dingen, wie weit wir das umsetzen können. So, Punkt 1, was wir gemacht haben, ist, Thomas, dann erklären wir mal. Also wir haben das Soundmode installiert auf meiner Radio. Ja. Und du sagst, man kann die besser einstellen. Ja. Viel besser. Ja. Wir können hier von hier aus schon sagen, welcher Lautsprecher bis wie viel Frequenz bzw. wie viel Hertz können wir einstellen, dass wie tief Mitteltöne quasi erst bis oder von 120 an hochspielen und das mit den anderen Boxen generell auch. Also quasi kannst du jetzt, wenn ich das richtig verstehe, jede einzelne Box quasi sagen, du darfst in dem Bereich spielen, du darfst in dem Bereich spielen. Richtig. Ja, das ist doch geil. Ja. Also das ist eine zusätzliche Mod übrigens, also nicht falsch verstehen. Wir haben die jetzt noch installieren müssen für das Xtrons Radio. Das ist natürlich jetzt nicht anwendbar auf jedes andere Radio. Aber ich denke mal grob und ganz in die ganzen PX3 und PX5 Radios können das. Wobei bei PX3 weiß ich nicht ganz genau. Aber PX5, wie gesagt, funktioniert einmal frei. Machen wir ein bisschen laut. Vielleicht kann man so ganz kurz mal reinhören. So, und jetzt der nächste Schritt wäre jetzt einfach mal Sub rein und gucken, dann einstellen. Und dann gucken, wie weit wir das gut einstellen, dass wir auch schön Klang haben. Weil es fehlt definitiv Bass, aber und dass die Bass machen, ist meiner Meinung nach falsch. Es klingt falsch. Ein bisschen müssen sie, aber nicht den Hauptbass, wenn du hinten einen Subwoofer reinsetzt. Für mich ist es halt schön, die Frontbühne vorne zu haben, Bass hinten, das gibt ein viel besseres Klangbild. Genau. Ja, und wenn das mit dem Subwoofer hinten ganz kacke ist, weil das zu groß ist oder sowas, dann weißt du ja, was du bauen musst. Mhm. Ne? Weiß ich. Machst du da, ne? Mhm. Echt jetzt? Ja, klar. Dauert halt nur ein paar Wochen. Ja, dann baue ich das selber. Das sieht aber umso kacke aus. Es geht, also für euch, es geht darum, man kann diese Lehne da hinten rausnehmen. Man kann die Lehne rausnehmen in der Mitte und kann dafür quasi so eine Art Subwoofer hier reinmachen. Dann reicht ja theoretisch ein kleinerer, oder? Weil er ja dann in den Innenraum. Ein kleinerer, wir können mal gucken, was wir da an maximalen Durchmesser hingehen, weil du kannst die Box ja auch vom Volumen her nach hinten. Ja, ja, genau. Es muss ja nur der Körper größer nach hinten gebaut werden. Genau, okay. Aber es ist eine Möglichkeit, oder? Genau. Geil. Du musst halt nur beachten, Subwoofer braucht ein bestimmtes Volumen drin, der optimal spielt. Ja gut, aber das ist ja sowieso nicht so eine große Einbauhöhe hier, ne? Also du kannst ja eh keinen großen Teller einbauen, das meine ich jetzt. Ja. Von daher sollte das eigentlich auch mit einer kleineren Resonanzkörper-Volumen-Dings funktionieren. Geil, okay, Subwoofer rein und dann gucken wir mal. Geh du ruhig mal rauchen! So, Ladies, wir haben jetzt auf alle Fälle den Verstärker schon mal verbaut. Also Verstärker ist verbaut. Sicherungen haben wir auch da. Wir haben alles schön weit weggelegt vom Gastank. Das sieht jetzt natürlich nicht so schön aus hier. Aber Hauptsache, das ist mal alles vom Gastank weg, weil wir haben halt die Rundung hier genutzt. Ne? Ja, hier haben wir auch ein bisschen festgemacht. Das Ganze hier geht jetzt rüber. Masse haben wir uns hier geklaut. Genau, das Ganze geht hier rüber. Das passt auch alles. Also die Kappe hier passt wieder drauf. Strom mal weg von der Batterie. So wie es gehört. Ja, Remote-Kabel müssen wir vorne noch nochmal drei machen. Es kann sein, dass ich das nämlich abgemacht habe für die Rückfahrkamera hier. Aber ich habe zwei Anschlüsse, das ist kein Problem, das können wir wieder dran machen.
Es ist auch nur ein Signalkabel, um zu sagen, hey, geh jetzt an. Mehr ist das nicht. Ja, dann kommt der Boden wieder rein. Und das ab dran. Habe ich auch nicht sauber gemacht. Ich mache den mal eben sauber. So, was sagst du? Schmeckt. Besser, ne? Mhm. Ja. Alles ist drin, alles ist dran. Subwoofer. Ordentlich. Ja. Klingt super. Wieder unser Film. Ein bisschen Einstellung geht es, ne? Ja. Würdest du denn trotzdem die Ground Zero so sagen, ist okay? Die ist in Ordnung, aber jetzt nicht für richtige Klangfetischisten. Ne? Ja. Also das Radio holt jetzt echt viel raus. Ja. Also wir haben das jetzt geupdatet mit der Soundmod. Und das macht schon einen Unterschied wie Tag und Nacht, meiner Meinung nach, oder? Ja. Also das ist heftig. Also wie gesagt, für so richtig professionelle oder so. Also professionell. Ja, aber für wirklich Leute, die sagen, boah, ich will Kinoklang im Auto. Nee. Also da würde ich jetzt auch. Ich meine, das ist ja auch 130 Euro oder was das gekostet hat. Das kannst du nicht verlangen. Wenn du sowas verlangst, kannst du mal gute 7, 8, 9.000 Euro investieren. Genau, locker, locker. So. Aber jetzt die Verteilung vorne, hinten, Sub, ist meiner Meinung nach perfekt geworden. Ja. Also es ist wirklich hörbar. Man kann so viel einstellen in diesem Equalizer, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Aber wir haben ja am Anfang gezeigt, glaube ich, ne? Ja. Wann er spielen soll, wann er was spielen soll vor allen Dingen, wie hoch er gehen darf. Und das ist schon krass, das hätte ich niemals erwartet. Wo ich das Radio geupdatet habe, hat der André aus der X-Schons-Gruppe mir Bescheid gesagt, hat er gesagt, von wegen, hey, mach die Sound mal mit drauf, das ist so krass, du kannst so viel einstellen. Ich so, ja. Ich habe draus gelernt. Aber ich denke mal, das ist ganz gut geworden jetzt. Oh, wie schön so, ne? Das ist so krass, wie man das so von unten, so der Bass ganz leicht durchkommt. So muss das klingen, meiner Meinung nach. Dankeschön, Thomas. Kein Problem, bitte gerne. Ja, ne? Weißt ja. Wenn du noch Anhänger fragen musst, sag Bescheid. Ja. Ja, und für euch war ein kleiner Nachtrag eigentlich zu dem Einbau, was im letzten Video gewesen ist. Also für mich war es gestern. Und ich habe halt jetzt gedacht, komm, ne? Fragst du mal jemanden, der Ahnung hat? Ja? Also du hast auf alle Fälle mehr Ahnung als ich, das steht fest. Und dann habe ich halt gedacht, komm, frag sie mal. Und heute ist ja Feiertag hier, wir haben Ostern, Montag, ne? Ja. Ja, und Thomas hatte Zeit. Und dann sind wir hingegangen, haben wir es eben mal eben schnell reingemacht. Wie viel haben wir? Bestimmt schon viel zu spät. Voll, verfilmt. Okay, das geht aber. Wann waren wir? Für unsere Verhältnisse. Ja. 1 Uhr oder was haben wir? Waren wir drüben? Ja, ne? Später. Wir haben uns halb zwei. Viertel nach eins haben wir uns getroffen. Ja gut, und dann hier angefangen, so halb eins, halb zwei, Viertel vor zwei. Ja. Genau, und dann jetzt, ja, geht aber. Kann gut leben. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Na, wie gesagt, auch danke dir, ne, fürs Helfen. Und früher oder später kommt was Neues, ne, würde ich sagen. Haut rein, nicht vergessen zu abonnieren, liken und natürlich einen Kommentar. Tschüss. Hast du auch schön gesagt? Nö. Tschüss.